Es ist so cool, dass die Biber hier in Wien wirklich machen können, was sie wollen. Dem wird wirklich Freiraum gelassen. Ich bin jetzt auf der Donauinsel Ur unterwegs. Also letztendlich immer noch mitten in Wien. Ja, und überall sind die Furten, viele Mücken. Ja, und halt überall umgenagte Bäume. Das ist schon schön, das ist wirklich schön. Aber ich bin heute nicht hinter Bibern her, sondern nach einem Vogel. Denn ich habe gestern das Nest einer Beutelmeise gefunden. Und wie gesagt, mitten, mehr oder weniger mitten in der Stadt. Eisvogel. Und die fängt oder baut zurzeit ihr Nest und das direkt neben einem extrem frequentierten Weg. Da fahren Autos lang, da laufen am Tag mehrere tausend Menschen entlang. Dementsprechend entspannt ist sie auch. Trotzdem war ich mit Tarnumhang, ich habe den Tarnumhang über mein Objektiv geschmissen, sodass zumindest ein bisschen Deckung da war, noch hinter dem Busch. Und das hat sie überhaupt nicht gestört. Und ja, tolles Erlebnis. Beutelmeise ist sowieso so ein Motiv, wovon so ziemlich jeder Naturfotograf träumt, genauso wie Moorfrösche irgendwie. Und ich zeige euch mal ein bisschen was vom Habitat. Ja, überall Müll natürlich. Ups, sorry. Überall Müll gehört zur Großstadt mit dazu, leider. Auf der anderen Seite ist ein Eisvogel an der Donau. Und das hier ist so ein alter Altarm, beziehungsweise Nebenarm von der Donau. Schaut noch nicht viel aus, ist aber sehr spannend. Wir haben eine Biberburg hier, wir haben den Eisvogel, den man hören kann, eventuell hören kann. Wir haben die Beutelmeisen. Im Winter haben wir sogar Bartmeisen hier. Pirol, Waltereulen. Es ist spannend. Und ich bin jetzt eben hier diesen Weg lang gelaufen und sehe hier diese Krater. Und dann da dieses Loch. Und erst habe ich gedacht, alter Fuchsbau, alter Dachsbau von der Größe her. Aber nein, es ist mal wieder ein Biberbau. Da unten ist die Burg. Und es ist krass, was für eine Steigung die hier scheinbar überwinden. Weil ich würde da nicht runtergehen. Das ist eine sehr, sehr große Burg. Super schön.
Die Beuchelmeise liebt eben solche Sumpflandschaften. Das ist so ein ganz, ganz typisches Habitat von ihr. Also da unten ist noch ein Altarm und ja, gerne bauen sie ihre Nester direkt über dem Wasser. Muss aber nicht immer der Fall sein. Es gibt sogar Populationen, gerade im Osten Europas, wo sie gar nicht am Wasser brüten, was ziemlich ungewöhnlich ist. Was auch noch ganz spannend ist, normalerweise, also die verfilzen quasi diesen Nestbeutel. Dafür nutzen sie in der Regel diverse Pflanzensamen, Schilfsamen, Rohrkolbensamen am liebsten. Hier haben sie aber recht viel von Geißblatt oder Waldrebe. Die Samen, ich bin mir jetzt nicht sicher, was das ist, vielleicht wisst ihr es, schreibt es in die Kommentare. Und sie nutzen eben diese fluffigen, fast schon baumwollartigen Samen, um das Nest auszukleiden. Und sie nutzen nicht nur diese Samen, sondern sie schälen scheinbar auch das Schilf und sammeln Grashalme, um eben ja, dieses Nest da reinzuflechten. Besonders gerne nutzen sie Weiden, wie in dem Fall auch. Muss aber nicht immer der Fall sein. Bei Beutelmeisen gibt es einen recht ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Und zwar sieht man die Geschlechter oder kann man die Geschlechter anhand der Augenmaske unterscheiden. Das Männchen hat eine relativ stark ausgeprägte Maske, also viel Schwarzanteil im Gesicht und das Weibchen deutlich weniger. In dem Fall ist es sehr stark ausgeprägt, das muss aber nicht immer so stark ausgeprägt sein. Und wenn wir uns den Schnabel anschauen von der Beutelmeise, dann sehen wir, dass der sehr schmal und sehr spitz ist. Wie so eine Pinzette fast schon. Das ist ganz typisch für Insektenfresser. Und mit solch einem Schnabel können sie zum Beispiel im Winter in den Schilfhalm aufpicken und da Insektenlarven rausholen.